Aber da kennt er nicht. Der Herr Hatham. Kenway. Hier gibt's keine Synchronisationspunkte. Mietz, Mietz! Und hepp! Ich dachte, der flankt so seitlich elegant da drüber. Tut er nicht. Ah, genau so in der Art hatte ich mir das eigentlich gedacht. Oh, Hasi! Ah, ich bin nur blöde. Hä, was ist das? Sah ja komisch aus. Sah aus, als wenn dann Fuß rausgucken würde. Ich bin jetzt mal ein Kumpel und erspare dir mal kalte, nasse Füße. Betreten des Jagdreviers Troy's Wood. Ich habe heute mal meinen sozialen Tag. So, und jetzt? Ach, Junge, stell dich doch nicht so an, ey, mal ganz ehrlich. Hallo? Das hat, glaube ich, hat er jetzt automatisch irgendwas von dem Kaninchen mitgenommen? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie darf der scheinbar keine Ahnung haben, dort über die Baumstämme zu... Ja, das ist der Paradox, ne? Irgendwie darf der das nicht. Der darf absolut keine Ahnung davon haben, wie man über die Baumstämme turnt. Ja, jetzt musst du hier durch. Nützt nichts. Oh, da muss er sogar schwimmen. Igitigitigit. Wegen dem bisschen Pfütze hier. Na, das finde ich ja nur übertrieben. Sag mal, wie weit ist denn das noch? Der Teufel steckt im Detail. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Holte Bereitschaft der Minikarte sind Millionen Spanker. Ich verstecke mich in dem Karren. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Sonst ist er weg. Sind Uniformen, Stiefel und Leder zum Flicken, Decken, Karren mit Pferdestrom. Was noch? Was noch? Das war's. Mehr habe ich nicht. Das ist cool. Der Wäschtumor. Käse. Keine Angst. Nicht aus Frankreich. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Aber wie John Fraser. Auch
Fratzer oder Fratzier geschrieben. War ein schottischer Händler, der während des Siebenjährigen Krieges im Gebiet von Fort Duquesne lebte. Das spreche ich jetzt mal so aus. Er nahm an der Braddock-Expedition teil. Fraser verließ Schottland irgendwann nach 1745, wahrscheinlich aufgrund politischer Probleme. Die Frasers hatten die Stuarts unterstützt, welche die Rebellion verlieren würden. Er betrieb Handel am oberen Allegheny-Fluss, wurde aber schnell von den Franzosen aus seiner Hütte vertrieben. Er zog den Fluss weiter hinab in die Nähe des heutigen Pittsburgh, baute eine neue Hütte und trieb weiterhin Handel. Fraser war einer der Siedler, die bei Fort Duquesne ein Fort bauten, in der Nähe seines eigenen Ladens, als die Franzosen es übernahmen. Schon wieder. Fraser lieferte Washingtons Versuch, das Fort 1754 wieder einzunehmen. Darauf folgte die Niederlage in Fort Necessity und diente als Hauptkundschafter während der Braddock-Expedition. Nachdem Braddock scheiterte, gab Fraser das Gebiet auf und entzog den Franzosen damit die dritte Chance, ihn von seinem Land zu vertreiben. Ein kleiner moralischer Sieg also. Er zog ins Tuscarora-Tal, bevor er sich endlich in Fort Bedford niederließ. Ereignisse im Grenzland. Die Schlacht von Fort Necessity. 3. bis 4. Juli 1754. Dies war eine der Eröffnungsschlachten des Siebenjährigen Krieges und es ist wichtig, dass Eröffnungsschlachten besonders aufregend sind, weil sonst alle gleich das Interesse verlieren würden. Im Jahr 1754 wurde George Washington mit einer Gruppe der Virginia-Miliz an den Ohio River geschickt. Britische Siedler und Franzosen wetteiferten um das umstrittene Gebiet. Washingtons Auftrag war es, Fort Duquesne zurückzuerobern und die Franzosen zu vertreiben. Washington und seine Truppen griffen eine französische Patrouille bei Jumonville Glen an, was als erste Kampfhandlung in diesem Krieg gilt. Washington erwartete einen Gegenangriff und ließ seine Truppen eine Palisade um ihre Verpflegung errichten, ein Fort aus Notwendigkeit, daher der Name Fort Necessity. Sie hätten es aber genauso gut Fort unzureichend nennen können, denn die Verpflegung ging bald zur Neige und die Miliz samt der regulären britischen Soldaten, die als Verstärkung hinzukamen, wurden schnell überwältigt. Am 4. Juli kapitulierte Washington. Man sicherte ihm freies Geleit zu. Die Aufgabe, sich Namen für Forts auszudenken, wurde einem anderen übertragen. Dies war Washingtons einzige militärische Kapitulation. Allerdings hat er einige strategische Rückzüge zu verantworten. Die PR-Trommeln war schon damals sehr beliebt. Die PR-Trommel. Die Trommeln. Einzahl. War da nicht noch was? Nö. Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddocks Blutdurst macht ihn leicht. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermutlich. Letztendlich. Er marscht nach Norden des Dauers. Er den Kommando selbst, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich hab's versucht. Ich weiß, ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. George Washington, geboren 1732. Hier ist ein Name, den selbst du kennen solltest. George Washington, Anführer der Armee während der Amerikanischen Revolution und der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Fast hätte ich gesagt, dass du wahrscheinlich alles weißt, was ich dir erzählen will, aber ich wollte nicht lügen.
Du weißt, dass viele Sachen nach George Washington benannt wurden und alles, was du sonst in der Schule gelernt hast, hast du vergessen, weil du dachtest, du würdest es im wirklichen Leben nie brauchen. Du solltest deine Geschichtslehrerin anrufen und dir sagen, dass sie schon immer recht hatte. Stimmt, ich hatte eine Lehrerin in Geschichte. George Washington war der Sohn eines Plantagenbesitzers aus Virginia. Er erhielt wenig Schulbildung, aber er war ehrgeizig und unterrichtete sich selbst, meist aus Büchern. Washington stieg früh ins Geschäft ein und begann mit 18 Jahren auf Land zu spekulieren. Als er 20 war, starb sein älterer Bruder. Damit wurde er zum Erben der Familienplantage in Mount Vernon. Dort lebt er bis zu seinem Tod und dort kann man noch heute sein Grab besuchen. Washington trat während des Siebenjährigen Krieges dem Militär bei. Er führte 1754 eine Expedition nach Fort Duquesne an, ein Ziel, das er nie erreichte, da er sich bei Fort Necessity ergab. Im nächsten Jahr ging Washington wieder nach Fort Duquesne, diesmal als Führer für Edward Braddock in dessen Expedition, die unter keinem guten Stern stand. Washington ging als Freiwilliger und hoffte, dass seine Arbeit für Braddock ihm zu einer militärischen Beförderung verhelfen würde. Obwohl der Kampf in einer Niederlage endete, verdiente sich Washington Punkte für die Organisation des Rückzugs und wurde später in diesem Jahr zum Colonel in der Miliz von Virginia. Washington hatte die Miliz komplett umgewandelt und hoffte, dass sie unter seiner Führung und Ausbildung von der britischen Armee akzeptiert wurde. Das geschah nie. 1758 gab Washington seinen Posten auf. Ich will nicht sagen, dass die Demütigung zu seiner Verachtung der Briten führte, aber geholfen hat es auch nicht. In den späten 1760er Jahren war Washington im politischen Leben aktiv geworden und spielte eine Rolle bei der Bürgerversammlung von Virginia. Danach wurde er Mitglied des Kontinentalkongresses und als der Krieg 1775 ausbrach, wurde er vom Kongress zum Anführer der Armee erkoren. Damals sagte Washington: "Ich fühle mich des Kommandos nicht gewachsen, mit dem ich geehrt wurde. Ich bin sicher, dass dies das Vertrauen derjenigen stärke, die es hörten." Stell dir vor, du sitzt im Flugzeug und der Pilot beginnt so eine Aussage. So seine Ansage. Vielleicht war Washington nur unnötig bescheiden, aber Tatsache ist, er war ein militärisches Genie und das wusste er, obwohl ich sicher bin, dass deine amerikanische Ehre verletzt sein wird, wenn ich sage, dass er nicht perfekt war. Okay, bin ich Amerikaner. Einige Schlachten endeten sehr knapp für Washington. Schlachten, bei denen die Armee leicht hätte ausradiert werden können, unter anderem in Manhattan und in Brandywine. Washington errang einen frühen Sieg, als er die Belagerung Bostons aufbrach, aber dann traf er die katastrophale Entscheidung, New York zu befestigen. Eine Stadt, die er ohne Marine, die er nicht hatte, nicht verteidigen konnte. Selbst du kannst dir das denken. Er verbrachte die spätere Hälfte des Jahres 1776 damit, sich über New York und New Jersey zurückzuziehen, verlor Kampf um Kampf bis Weihnachten, als er einen erfolgreichen Überraschungsangriff auf die hessischen Söldnertruppen in Trenton unternahm. Okay. Und obwohl die Schlacht für einige berühmte Gemälde Pate stand und sie das schwankende Vertrauen der Bevölkerung festigte, war dies nur ein kleiner Sieg in diesem Krieg. Ja, erstaunlicherweise hatte ich wirklich eine Geschichtslehrerin. Allerdings haben wir nichts über George Washington oder ähnliches erfahren, weil ja, ich komme her. Scheiße! Ja, wir haben von George Washington nichts erfahren, weil in der DDR sowas nicht zum Unterricht gehörte. Schlicht und ergreifend.
Na komm, hättest jetzt auch darunter springen können, das hätte auch nicht alles gemacht. So, jetzt müssen wir noch dort vor, ohne entdeckt zu werden, um diese zweite Kanone zu sabotieren. Ach nö. Sollten wir die zweite sabotieren? Genau. Aus dem Fort entkommen. Wo ist ja egal. Hauptsache ich entkomme. Denke ich zumindest. Eieieiei. Scheiße. Ne, dass ich hier desynchronisiert werde. Muss ich wohl doch durch das Fort. Scheiße. Habe ich halt schon mal Scheiße gesagt. Außenrum geht nicht, wa? Nee. Ups. Ins Wasser wollte ich eigentlich nicht. Keine Wachen mit Waffen töten, ja mit was sonst. Wenn ich mal so blöd fragen darf. Das war mir klar, dass da nicht dort hochklettert. Das sehen auch sehr natürlich aus, diese Felswände. Da hätte man sich mehr Mühe geben können. Vor allen Dingen beim Remaster. Ich weiß natürlich, dass die das Spiel nicht neu programmiert haben, aber man hätte schon einiges aufhübschen können. Jetzt bremst uns der doofe Schnee wieder aus. Aber über die Bäume dürfen wir ja nicht. Beziehungsweise können wir nicht. Sind wir zu doof für. Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Der Teufel steckt im Detail. Oh, 125 von 170 Prozent. Das ist nicht pralle. So, wie weit haben wir es jetzt? Ach du Scheiße. 606. Und kein Pferd. Und die Bäume dürfen wir auch nicht benutzen. Eieieiei. Traurig, traurig.
kann man nur sagen, wenn es mal wieder länger dauert. Und jetzt müssen wir wieder durchs kalte Wasser. Betreten des Jagdreviers Troy's Wood. Schon wieder. Hund gegen Katze. Das ist nicht normal. Alter. Und schon wieder durch die kalte Brühe. Und er holt sich nicht mal einen Schnupfen. Der Herr. Concord. Der Herr Kenway. Ah, da ist die Straße, da kommen wir schneller voran. Und hepp. So ist brav. Mit klar und nochmal durchs Wasser. Nee, diesmal über die Brücke. Mit's.